Ich lese vor. Okay. Deine Eltern sind Einsiedler auf einer einsamen Insel. Doch auf der Nachbarinsel ist ein Bauernhof. Du witterst eine Chance, endlich von dieser Insel runterzukommen. Hallo Leute, heute Cupfield, der Sprecher von Lord Baldwin von Odyssey ist heute mit am Start, weil diese Mod Bauernleben hat leider keine Sparausgabe und habe schon gedacht, ja, Cupfield ist mit dabei. So, wollen wir mal starten, Bauernleben? Ja, natürlich, PK. Let's Fang go. an. Also, du bist ja der Held oder einsamer Sohn. Das sind unsere Werte. Bin eigentlich nicht ganz so schlecht aus. So, hier hinten hast du durch den Mama und Papa sind hier. Durch den ganzen, ja, DirectX-Renderer sieht das halt alles blickkacki aus. Was haben wir denn hier in einem Weidenbogen? Mit Pfeilen. Fünf Pfeile, Mann, die reichen ja. Oh, es gibt einen Job. Das war meine Erfahrung, Papi. Ein Mist viel weniger. Okay. So. Vater. Jetzt bist du dran. Hallo. Hallo, mein Sohn. Was gibt's? Nichts Besonderes. Gibt's irgendwas zu tun für mich? Ich wüsste zurzeit nicht, was du. Was, wüsste nicht zurzeit? Nichts, tut mir leid. Gut. So, gehen wir mal zu Mami. Hat die Mami was? Du bist eigentlich mein Sohn. Gibt's irgendwas zu tun? Und ob? Ich habe fast keine Gewürze mehr. Geh bitte zu den Alchemisten im alten Tempel. Er weiß schon. Du musst nur die Gewürze abholen. Okay. So, das sind die Gewürze halt. Mehr ist es nicht. Er stirbt, er stürzt sich in den Kampf. Was ist das? Ein Wolf? Ein junger Wolf? Ich sehe es nicht. Was ist es denn bloß? Ein normaler Wolf. Und er krittet direkt und er hat den Wolf vernichtet mit zwei Schlägen. Nicht so gut wie der One Punch Man, aber der Two Punch Man. Hat er stark gemacht, ne? What? Alter, Wieder Alter. Bruce Lee, wieder Bruce Lee. Eine Giftbeere, okay. Ist sie, du es, Hey, es. da läuft ein Wolf. Ach Ja, so, ich weiß wegen nicht, des Scavengers. irgendwie hier so am Strand leben, es scheint ein bisschen gefährlich, wenn da einfach so Wölfe, Scavenger, einfach so mir nix, dir nix von heute auf morgen angreifen. Ne? Muss man immer vorsichtig sein, weil das ist ja die Insel des Grauens. Ja, und da werden die ganzen Bauern hinverbannt. Damit sie mal überwissen, wie langweilig und öde das Leben sein kann und sie mal endlich die Arbeit als Bauer schätzen. Munition ausgewählt. Was ist das für eine Story? Ich habe es mir gerade ausgedacht. Also, aber es klang gut. Klang gut. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Natürlich nicht. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu Oh, holen. ein Safe hat er gemacht. Oh. Und da kommt er angelaufen. Er rennt in den vom Strand in den voll überwucherten Wald. Ja? Einfach so. Ja? Da drüben Und sind die. was ist. BK, siehst du das? Da hinten, das war ein Tempel, oder? Etwa der Tempel mit dem alten Mann hier, den euch hier mit. Wie kann das sein, BK? Hat die Mama gesagt. Oh, hörst du das Ein Gefühl? Schweinchen, noch ein Schweinchen. Oh. Warte, wie sieht das andere Los! Tier an? Oh, das sind gleich drei Morreds. Wird unser Held das überleben? Wir werden sehen in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Echt sie. Oh, Erledigt. er hat sie Später. fertig gemacht! Oh, Blauflieder. Impressive.
Das sieht ja auch cool ja, aus. Ja, klar, ne? Ja, klar. Wenn ich ein Alchemist wäre, ich würde mir auch erstmal direkt auf den Tempel oben drauf so eine Dämonenstatue platzieren, die Feuer spuckt. Damit die Leute gleich wissen, wenn sie zu mir kommen. Oh, welch eine Überraschung. Du hast dich ja schon länger nicht mehr sehen lassen. Wie geht's deinen Eltern? Es geht ihnen gut. Fisch langweilt. Freut mich zu hören. Ich soll die Gewürze für Mutter abholen. Ah ja, sie hat gesagt, sie schickt dich mal vorbei. Hier, hast du die Gewürze. Danke. Oh, danke. Was brauchst du zurzeit? Ach, dies und das. Nichts Bestimmtes. Brauchst du irgendwelche Zutaten? Ich könnte ein paar Bärenblätter brauchen. 3 sollten genügen. Wenn ich welche finde, bringe ich sie dir. Okay, halt die Augen offen. Geil, oder? Hey, kannst du mir beibringen, wie man Gift herstellt? Ja, könnte. Ja, ich könnte. Doch dieses Wissen ist nicht billig. Wie viel? 50 Goldstücke. Da muss ich Mama um Taschengeld fragen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe nicht genug Gold. Dann frag mich wieder, wenn du genug dabei hast. Ja, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn da? Ein breakdancenden Ork, ja? Nee, ein Rave-Ork. Als wenn da Sumpfkraut nennen wird. Ja, guck, das ist der Rave-Ork. Was haben wir denn? Oh, da liegt was Süßes. Und die Kiste ist nicht abgeschlossen. 20 Gold. Ey, du kannst damit jetzt Gift lernen. Hey. Du hast 65 Gold. Und einen Lederbeutel, glaube ich, auch hast du im Inventar, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder? Wie springt denn da hoch, Digga? Jetzt. Oh, Fiona ist auch dabei. Fiona Foxy. Grüß dich. Inners zum Gruße, Fremde. Für den König! Oh, geh weg. Ich schicke dich zu Beliar! Oh, er setzt einen Schlag, er setzt noch einen Schlag, die Riesenratte weicht aus, sie gassiert. Verbessere Kampf mit 2 Händen, obwohl man mit einem Degen, einer einhändigen Waffe, auf das Vieh draufgeprügelt hat. Ignoriere. Klar, du Mistvieh. Was sollen wir jetzt holen? Du sollst die Gewürze zur Mutter zurückbringen. Ach ja, stimmt. Mutti, ich komme. Da kommt der Hardcore-Österreicher wieder raus. Erst geschissen, er bringt dann Mutter die Gewürze zurück. Mutti. Spinnenpilz. Da kann jemand aber sehr gut synchron sprechen. Ja, BK, das ist der Meister Synchronsprecher der Sonderklasse. Mein Mentor, mein Lehrer, mein Meister. Das ist wieder Obi-Wan für mich, der BK. So. Ich bin der Einzige, der ist Obi-Wan. Die Mutti. Ich habe die Gewürze von Drusan. Ach, der heißt Drusan? Okay. Ja, scheinbar schon. Gut. Meine Suppe haben schon nur noch Wasser geschmeckt. Ohne die Gewürze. Ja, okay. Alles klar. Ja, gut, Mami, dann ist das so. Hat der Fadi jetzt was? Naja. Boah, ich habe 10 Lernpunkte. Stärke, einhändiger Kampf. Oh, das ist ja cool. Ja, direkt 20 Lernpunkte Einhand. Direkt. Aber das zählt. Wow, es ist schon Einhandkämpfer. Das ist aber bestimmt übelste Atzen her. Übelste Atzen. Oh yes.
Nackenklopfer. Da haben wir eine tolle Quest gelöst, hä? Ah, das war wirklich eine Quest der Sonderklasse. Wer hätte damit gerechnet? Keiner. Oh, ein Bärenblatt. Oh, es wird Zeit für Duell! Auf der anderen Seite der Arena. Oh, ich hab gewonnen. One Punch! Ich bin Effi. Er hat ihn umgebracht. Feldräuber waren die von uns auch schon da? Achso, also jetzt, ich glaube, du musst die Pflanzen für Drustan sammeln. Hier, diese Bärenblätter hier. Die drei Stück. Eins. Also zwei haben wir ja schon. Zwei ne? Hast du jetzt ja schon. Ja, ja, ja. Oh, ruhig bleiben. Hey, entspann dich da drüben. Hey. Bleib locker. Ey, BK, jetzt machen wir nicht diesen, Mann. Die kommen zu zweit, Mann. Die kennen doch nichts. Die machen Tag Team. Warte, ich kann noch. Okay. Wir müssen mal den Kampfschrei machen. Welche Kampfschreie? Na, was du halt gemacht hast, wenn er stirbt. Ja! Oh, schön daneben. Ja! Elendes Drecksvieh. Ich suche jetzt meine Blätter. Diese Stimme kommt mir manchmal echt stark bekannt vor. Woher denn das, Fiona? Ach ja, BK, Fiona schreibt, du hast keinen Returning Skill. Gott sei Dank. Hat wohl jemand nicht Returning 2.0 gespielt, ha? Uh-uh. Das kommt auch nicht in die Tüte. So. Ich denke, wir haben genug. Reiß mir aufs Auge, du hast genug Blätter. Los. Geh zu Trussan. Trussan? Der unbekannte Mann. Warte, wenn du willst, kann ich ihn auch noch einsprechen, den Trussan. Okay, dann bitte den Trussan noch. Hey. Ich habe die Bärenblätter. Gut, jetzt kann ich mein Experiment zu Ende bringen. Hier, nimm 20 Goldstücke für den Aufwand. Danke. Ich kann dir nun auch die Kunst der Alchemie beibringen, wenn du willst. Der Arenasprecher kam mir zum Beispiel sehr bekannt vor. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich auch bei Gladiator, die Gothic 2 Mod mitgesprochen stimmt, habe. Stimmt, ja. Da habe ich ein paar Gladiatoren gesprochen. Nichts Weltbewegendes. Das hat den Trussan synchronisiert, einwandfrei. Mensch, wenn das nichts ist. Der Bullet Trussan. Aber was machen wir denn jetzt hier? Ich würde mal sagen, geh mal zurück zur Mama. Mann, BK, da hast du ja wirklich die Creme à la Creme der Gothic 2 Mods rausgesucht. Ja. Das ist wirklich, wie habe ich vorhin gesagt, der Erguss des Geistes. Ja. Das war Weltklasse. Digga, ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Eine Ejakulation des Verstands. Genau, das war es, glaube ich. Ja, genau. Hey. Papi? Du. Nichts. Mami. Oh, gut, dass du kommst. Wieso? Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Oh, ein Paket mit Nahrung von Alus. Alus? Ja, Alus. Ja, Alus. Du wirst Gold brauchen. Hier, nimm. Alus. Alus? Ja, ne? Alus klang schon ziemlich. Und wo wohnt denn der? Aber, warte, komm, ja, du es. Soll ich okay machen? Ja, yeah, mach okay. Okay. Du wirst schwimmen müssen, er kennt dich nicht.
Odyssey hast du auch gesprochen, oder? Ja, ich habe Odyssey auch einige Charaktere eingesprochen. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr alle, aber den wichtigsten, an den erinnere ich mich, Lord Baldwin. Dann Wenzel auf der ersten Insel, ich glaube Adanos hieß sie, den alten Waffenknecht. Und ich glaube Johann. Ich glaube Johann hieß er. Reden kann ich auch nicht mehr. Ach mal. Der Schafshirte hier, der Schafhirte hier. In der neuen Sprachausgabe, genau die. Und noch ein paar andere, aber ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. So. Du bist ein Schafshirte? Ja, das ist, ich als Österreicher, ja. Ich hocke hier gerade auch in meiner Berghütte in Tirol, an den Alpen. Ja. Hab mir extra mühsam aus den Schafsfell Faden gebaut, damit ich zum nächsten Dorf eine Internetleitung legen kann. Okay. Jetzt sitze ich eigentlich auch hier mit meinem Alpenhut hier, du weißt schon, der Almhut, der Stoffhut. Der Strohhut. Ja, der Strohhut. Strohhut Ruffy. Aber schön, dass Fiona mit dabei ist. Toll. Ja, Fiona. So, ich denke mal, dass ich jetzt juristisch bin, ne? Also ich weiß nicht, das sieht mir schon nach Bauernhof. Also warte. Was hat er gesagt? Du willst mir im Ernst verklickern. Ich muss vermuten, ein Nahrungspaket von Alus. Auf der Bauerninsel. Okay. Nee, man, anhand von der Beschreibung von der Matt dachte ich mir so, die Insel hier mit dem Bauernhof, die ist ja gigantisch, aber was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Das sind drei Hütten. Weizenfeld, Alter, du willst mir sagen, das ist die Gelegenheit zu fliehen, oder wie? Das ist der Hype hier, Digga. Alter, die Insel mit den Eltern, die ist gefühlt 2 Meter entfernt. Ah, hier ist der Typ. Ha, Mensch. Ah, den kann ich auch machen. Okay. Ich habe ja einen Haufen Aufgaben hier. Ich soll Nahrung kaufen. Hallo, ob das mal weitergeht? Gut, dieses Paket voller Nahrung sollte genug sein. Das macht dann 50 Goldstücke. Kann ich mit Karte bezahlen? Oh, falschen, Digga. Ja, mach. Falschen? Ja, mach. 50 Goldstücke, das finde ich etwas übertrieben. Die Fresse. Sagen wir 45 Goldstücke. Abgemacht. Hier hast du das Paket. Ey, da haben wir ja mal richtig gut gehandelt, ne? 5 Goldstücke. Was ist deine Aufgabe hier? Ey! Ich verwalte die Vorräte. Kann ich bei dir handeln? Klar. Jetzt war ich total erschrocken, dass er was gesagt hat. Ja, ich möchte handeln. Handeln. Alos Langschwert, Beschädigung 85. Beschädigung, mhm. Ich habe auch eine Beschädigung von dieser Mod schon. Alter, warte. Geh doch mal auf den Cheater Degen. Was ist ein Cheater Degen? Bruder, was ist das? Das brauchst du auch nicht neu. Schutz vor Magie. Ja, von was? Stärke 1000 Gold. Ja, klar. Hauptsache, wir haben 5 Gold gesaved gerade. Ja. Ich habe ja schon einen Degen. Hast du aber auch einen Cheater-Degen, oder wie? Warte. Ja. Nee, das ist ein normaler Degen. Nee, der cheatet nicht. Na, ist das Geschicklichkeit oder ist da keine Geschicklichkeit? Na, der Beratensäbel, das ist eine Stärke. Stärke. Manchmal ist es eine Geschicklichkeitswaffe. Ja, zum also Beispiel Returning. Wie steht's? Alles unter Kontrolle. Gut, okay. Danke für den Dialog und es ist sehr geistreich. Oh, hier haben wir noch welche. Eine Ejakulation. Oder Dan. Der dreckige Dan. Du siehst bedrückt aus. Du siehst bedrückt aus.
sieht man das so an? Was liegt dir denn auf dem Herzen? Ich habe meinen Glücksring auf der Insel verloren. Ich könnte ihn für dich suchen. Das würdest du tun? Es kommt darauf an. Natürlich bekommst du auch etwas dafür. Gut, ich suche ihn. Weißt du, wo du ihn ungefähr verloren hast? Tut mir leid, ich könnte ihn so gut wie überall auf der Insel verloren haben. Danke für gar nichts, Dan. Ja, wirklich. Er hat den einen Ring, den Ring der Macht verloren. Auf der übergroßen Insel, Mann. Diesen Ring wirst du nie wieder finden, Mann, auf dieser gigantischen Insel. Wie hieß der? Ambrosius. Ambrosius. Was kommt denn auf so einen Namen, ey? Ey, der hat sicherlich auch einen Dialog. Den mache ich. Den übernehme ich wieder. Du kannst dann ja einfach... ich dachte, das ist schon der Ring. Da könnte doch einfach Ben heißen, oder? Das wäre doch voll cool. Dan, nee, Ben. Nee, Ambrosius. Ambrosius, ja. Sind bestimmt Brüder. Naja, Ambrosius und Dan. Kennst du dreckige Dan? Dan. Kennst du Dan? Und Dan, welcher Dan? Der Dennis? Kennst du Dan? Nee, wer ist denn Dan? Okay, wir reden mal mit Ambrosius. Wie läuft die Feldarbeit? Ganz gut, aber es ist ziemlich langweilig. Gibt's was Neues? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Bruder, der Wissen. Aber ich arbeite ja auch die ganze Zeit auf dem Feld. Da bekommt man nicht viel mit. Oh, so in der Unvorsichtigkeit. Okay, das war's schon. Also, tschüss. Aber da habe ich ganz schön was ausgepackt hier, hä? Na, das ist ein Knüller, Mann. Jetzt fehlt nur noch so 20 Bierintus, ja, und der Korim, ja, der ist auch dabei. Ich bin der Korim auch mit dabei. Gorim. Ja, das hört sich so nach einem Charakter an, der so BK-mäßig ist. Also, das ist schon deiner. Also. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Okay. Wow, BK, ich meine, das war eine richtige Meisterleistung. Du wo auch? Wo war die vorhin? Weltklasse. Was kannst du mir über die Gegend hier erzählen? Tja, da gibt es hier drei Inseln. Wow. Auf der Insel, von der du kommst, sind die wichtigsten Orte. Der Tempel und der Steinkreis. Auf dieser Insel gibt es nichts Interessantes, außer uns Bauern. Hey. Auf der dritten Insel steht ein Leuchtturm. Sie ist ziemlich klein. Danke für die Informationen. Alter, komm. Die Insel, von der du kommst, die hat alles Wichtige. Ein Tempel und ein Steinkreis. Ah, ist ganz nett. Ja, irgendwas hatte da. Hast du einen Job für mich? Ja, da wäre was. Buck's schon aus. Okay, die Schafe fressen manchmal die giftigen Bären, die stellenweise auf der Insel wachsen. Oh nee, Digga. Und? Ich will nicht, dass die Schafe sterben, sonst bekomme ich Ärger. Hol mir ein bisschen Gegengift von den Alchemisten, klar. Willst du mich verarschen, Mann? Okay. Jetzt gibt's ja nichts. Willst du mich verarschen, Mann? Die Insel ist... Dann mach dich mal auf den Weg. Ist 2 Meter weit. Der glaubt auch, das ist eine Weltwanderung, der Brä. Wie gefällt dir das, Schafe hüten? Bevor ich auf dem Feld... Schufte, hüte ich lieber Schafe. Das ist total falsch geschrieben gewesen, oder? Die anderen Bauern, die armen Schweine, müssen den ganzen Tag in der prallen Sonne arbeiten. Okay. Oh, ich habe gedacht, das ist jetzt...
Okay, also wir haben jetzt eine mega geile Quest. Oh ja. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich habe gedacht, wir müssen alle Giftpflanzen hier sammeln. Ne, ich dachte, wir machen einen Speedrun 100%, alle Quests, alle Gegner, alles. Wir sind im besten Weg dahin. Ja, Mann, ich sehe schon, World Record gehört uns. Guck dir das an. Das ist die dritte Insel. Ich finde es ja toll. Guck nochmal zur Insel. Ich finde es ja toll. Du hast hier so einen Strand. Ja? Dann hast du hier in der Mitte einfach die Hölle. Den Abgrund zur Hölle. Und dann hast du Meter weiter wieder Strand. Das finde ich ja wirklich besonders interessant. Also Map-Building. Muah. Aber ich glaube, es liegt einfach nur an dem Alter von der Mod, oder? Ja, weil die ist sicher. Die ist sehr, sehr alt. Da war der D3, D11-Renderer noch gerade mal im feuchter Traum. Ja. Hier gibt's einen Hölle. Willst du jetzt im R. Oh, Lambert. Das ist ein Charakter für dich. Die dampfende Fleischsuppe. Guck an. Bringt die Stärke plus 1? Das ist, glaube ich, die Suppe, oder? Ja, runter damit. Damit. Mana-Bonus. Ist nur zum Mana-Aufladen, Mann. Nahrungspaket. Oh, Bruder, was für ein Luck, Mann. Er macht Case auf, direkt Perle, Junge. Boah, voll die Perle genommen. So, Lambert. Was? Okay. Das klingt eigentlich auch falsch, ne? Das zu sagen, oder? Nein, dann nicht. Ich möchte für dich arbeiten. Du willst also ein Bauer werden? Ja. Oh shit. Naja. Ich sehe schon, du bist ein Anfänger. Aber wenn es dir ernst ist, geh zu den anderen Bauern und hilf ihnen. Ich werde mich umhören, ob du brauchbar bist. Und dann darfst du vielleicht ein Bauer werden. Okay. Wer bist du? Ich bin Lambert. Mir gehört diese Insel. Du bist also der Bauer? Ja, so ist es. Ja. Gut. Wow, Dialoge, wow. Holt den Emmy raus, den Oscar, keine Ahnung. Ah, hier steht ja neu noch. Dagmar. Das ist deiner. Dagmar, vor allen Dingen. Sieht mir auch aus wie ein Dagmar. Digga, vor allem Dagmar als Kerl. Ihr habt noch nie Game of Thrones gesehen? Da gibt's auch einen Typen, der heißt Dagmar. Echt? Ja? Okay. Kannst du mir was beibringen? Okay. Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Hab's gut gemacht, ne? Aber impressive. Du auch, Mensch. Wie geht's? Ganz gut. Danke. Gibt's was Neues? Nicht, dass ich wüsste. Danke. Ey, Bruder, nicht so viel auf einmal, ja? Scheiße. Ich wollte die unbedingt mal spielen, weil die so klein und niedlich ist, die Mod. Ja, klar. Und dann dachtest du dir so, ja, komm, den Philipp, den Cupfield, den holen wir dazu. Der hat sicher Spaß daran. Da kann alles. Der spricht die komplette Insel ein. 10 Minuten später, der macht, fertig. Der macht die Tiergeräusche, er macht die NPCs, er macht die Musik, Kehlkopfgesang. Ja, alles macht er. Und ich muss ja zugeben, dieser Wald hier, der ist einfach nur. Also, mir fehlen die Worte, der ist so qualitativ hochwertig. Also, da können sich einige Spieleentwickler was abschneiden davon. Ja, Alex zum Beispiel. Alex zum Beispiel oder Returning. Klein, aber fein, wie sich's gehört. Ey, vergiss nicht, zum Alchemisten zu gehen, wegen den Gegenmittel hier für die Giftbären hier. Ja, ich habe aber für die Mama ja noch. Ja, schon. Mach kein Auge auf die Feldräuber. Die räuben dir sonst das Leben. Nein, ich will einen töten. Komm her,
Mist. Ja, pass auf, dann macht gleich den Bruce Lee. Scheibenwischer. Na klar, gegen den Scheibenwischer kommt da nichts an. Das ist ähnlich wie der Dial Drop aus Yakuza. Oh, Level Up. Direkt in Stärke. Aber du den nächsten willst du auch den Arsch abreißen, ha? Huh? Ja, klar. Ja, klar. Ah! Oh, Scheiße, Alter, war das knapp. Ey, ich hab die Idee, wie ich die Schmerzlaute vom Helden mache. Ja? Hojo! Oh, ho, ho. Oh, Blas. Warum ist denn die Mücke immer noch an? Ja, das ist fürs Mui Wang. Ah, alles klar. Wie hab ich die nochmal gesprochen, den Alchemisten? Ich hab's vergessen. Na, ein bisschen wie Bullet, genau, ich erinnere mich. Oder war's Bloodwin? Hey. Ich brauche Gegengift. Oh, wieso? Bist du vergiftet? Nein, aber die Schafe von einem Schafhirten fressen manchmal vergiftete Bären. Das Gift ist für die Schafe. Das Gift ist für die Schafe? Gegengift für die Schafe. Ja. Ich habe für Notfälle immer ein bisschen Gegengift. Hier. Nimm. Danke. Es macht 5 Goldstücke. Ich kann wieder falschen, Digga. Du verlangst Geld, obwohl es den armen Schafen schlecht geht? Ich muss hier irgendwie die Trankerstellungskosten decken. Ich kann nicht einfach alles verschenken. Na gut, du hast mich überredet. Hier. Na, danke. Und wie viel haben wir jetzt nun bezahlt? Nichts. Ach, gar nichts, okay. Wir haben abgerübt. Voll abgezogen, der Typ. Den Typen haben wir abgezogen, wie in den Kumpel in Monopoly. Richtig. Oh Junge, was ist denn das für ein Walter White Breaking Bad Crystal? Ey, ein schwarzer Goblin! Was sucht denn der da oben? Was machst du denn hier? Wow. Ja. Meine Nachbarn müssen sich schon was denken. Oh, da liegt noch was. Irgendwas ist da. Was ist das? Oh, ist das das Licht des Grauens? Ist das der Ausweg? Ist es das Fleisch, wo wir von der Insel runterkommen? Der Ausweg von der Insel? Nee, das sieht mir eindeutig aus nach Fluchtplan von der Insel. Hey! Ey, wir haben es geschafft, Spiel ist durch. So. Eureka! Wo ist die Mutti? Da. Mama! Mama sieht da. Da weiß, dass du dich immer noch fragen kannst, alles klar? Ich hab die Provokation mit. Ich hab den Proviant. Gut gemacht. Gib ihn her. Vor allem gib ihn her. Ja. Yeah. Ich glaube, wir müssen. Ich glaube. Warte, noch kurz. Hast du Wechselgeld bekommen? Was machen wir? Gib einfach das Geld rüber. Also Wechselgeld geben. Gib einfach rüber. Gib ihm. Das ist die Mutter, vergiss nicht, die hat überall Augen stimmt, und Ohren. Stimmt. Die hat überall Augen und Ohren. Also meine Mama, die hatte das. Ja, das stimmt. Die hat schon Dinge gewusst, bevor ich davon wusste, dass ich sie machen werde. Und die hat das besser gewusst. Ja? Ja, hier hast du es. Oh, danke. Ich habe die Idee, wir müssen den Helden pro Quest immer so ein bisschen dümmer machen, vom Einsprechen her. Okay. So, was macht denn der Vati? Gut, dass du kommst. Ah, dann nimm's. Ich und deine Mutter haben bald Hochzeitstag. Ich brauche noch ein Geschenk.
Und ich soll dir helfen, das passende Geschenk zu finden? Nein, ich habe mir schon was ausgedacht. Frauen mögen doch was glitzernde Steine oder so. Hol mir ein paar Bergkristalle von dem Berg. Gut. Willst du mich verarschen, Mann? Der Berg? Das ist ja nicht beim Berg. Was ist denn das, ein Berg, Mann? Fein, völlig random, sagt er, ich brauche mehr bald Hochzeitstag. Oh, geil. Ach, weißt du, es wäre richtig nice, wenn er so fragen würde, hey, was sind denn glitzernde Steine? Und der Vater so sagt, Steine, die glitzern. Ja. Wie leuchten die? Was ist das? Blaues Licht. Was tut das? Es leuchtet blau. Genau. Und wollen wir wetten, das ist genauso getimed, dass du wirklich jeden Bergkristall mitnehmen musst. Wollen wir wetten? Ist safe, safe. Aber was sagt denn der Chat dazu? Die Fiona zum Beispiel. Nee, das ist nicht. Was denkst du? Oh, da ist wieder so ein komisches Licht auf Doom. Licht auf den North Star. Oh shit. Ey, was die Grasslands Scavenger, Junge. Los, mach den Chosa Geheim-Move. Wegrennen. Ja. Alter. So. Da hat er ja nicht gesagt, wie viel, ne? Ja, das stimmt. Der hat gar nicht mehr gesagt, wie viele Bergkristalle wir brauchen. Du Scheiße. Er hat nur gesagt, geh auf den Berg und hol mir die Kristalle. Also ich denke wirklich, er will alle Kristalle haben. Wie viel willst du? Ja. Alter, Junge, komm, ey. Die Mod ist einfach nur Death to the Brain, wirklich. Also, sowas hier im Verbranntes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich es gerade eingeladen, dass du da Teilhaber warst. So, Bobby? Hey, du. Oh, schau mal alle. Hoho. Eureka. Ich habe die Kristalle. Gute Arbeit. Und kein Wort zu deiner Mutter. Die steht direkt daneben, Digga. Klar. So, haben wir wieder eine Quest geschafft. Ach, bin ich froh. So, Gegengift für die Schafe. Glücksbringer, genau. Den Ring der Macht, den müssen wir noch suchen, genau. Stimmt. Das müssen wir noch machen. Oh, Xardus hat mir gerade geschrieben. Oh. Er hat mir geschrieben, wusstest du, dass wenn man Valentino verprügelt und von Regis geht, den NPC vor Matthäus Laden, und mit ihm redet, dass man Valentinos Ring als Belohnung kriegt. Und von Korakan auch noch. Ja. Tatsächlich, ich muss aber doch so sagen, das ist ein guter Hinweis, weil ich wusste das tatsächlich längst schon gar nicht. Nee. Und zwar, du fängst mit Valentino, dieser Drecksker. Ja, ich kenne es schon. Ich wusste es damals halt eben nicht. So war das gemeint. Ach so. Aber nettes Detail. Das ist nämlich so eine ungemarkierte Quest. Ja, da gibt es noch eine richtig coole. Du bist nicht in die Stadt reingegangen, sondern bist gleich zu die Feuermorgel gegangen. Und gehst dann in die Stadt. Hast du schöne Dialoge. Nee, kenne ich jetzt nicht. Ja, normal. Oder da guckt mich schon so doof. Oh, der will Stress. Auf ihn. Ja, also als Feuermagier, also wenn du nicht gleich in die Stadt gehst, sondern als Feuermagier klar anfängst und musst ja das Kapitel dann lösen, ne? Musst ja dann hier zu der Pappnase dann dort gehen, dann kriegst du bei den Torwachen einen anderen Dialog. Aha, die schicken uns auch immer die Besten, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Was machst du hier? Das ist ja ekelhaft. Wovon redest du? Siehst du es denn nicht? In meiner Hütte sind diese ekeligen Biester! Ende. Oh. Also, wow, drei Fleischwanzen. Leck mich am Arsch. Mist, wie wild. Wow, genau. Alter, wie sich der Stress wollen. Eine Fleischwanze. You picked the wrong house, fool. Darauf hab ich eigentlich gewartet, dass sie alle reinrennen. Steck die Waffe weg. Ich dachte, ja, die greifen dich jetzt dann.
Die Fleischwanzen fünf sind Erfahrung. Wunderbar, die waren ja wirklich widerlich. Das ist... Danke. Sorry. Die Biester. Drecksviecher. So dämlich zu grinsen. Na, das ist doch mal eine Quest gewesen, hä? Alter, Junge, die war so relevant, sie war nicht bei dem Questlog. So. Also ich muss echt zugeben, ich hätte nicht mal Bock, diesen Scheißring hier zu suchen. Ich würde einfach den Item Locator auspacken. Hey. Steck die Kippe weg. Ich hab das Gegengift. Hier. Gut gemacht. Hier hast du ein bisschen Gold. Danke. Ist es aber der Dennis Gothic 2? Er hat es doch über den Pass geschafft. Die Leiche, was rumliegt hier, wo Redford und Rex waren, das war einfach eine Attrappe, eine Puppe, eine Auflasspuppe. Dabei ist er bei Bauleben. Ja, er hat einfach einen JoJo's Bizarre Adventure abgezogen. Er sagt einfach, ich habe keinen Bock mehr auf das Minental. Ich will jetzt auf diese eine Bauernhofinsel von Bauern leben. Da habe ich nur Gutes gehört. Ja, das kenne ich. Das ist die Insel. Ich muss auch den Ring finden. Wo auch immer da sein soll. Questlog. Irgendwo auf der Insel, Mann. Das ist eine richtige Return-Quest-Beschreibung, wirklich. Ja, er sucht den Gegenstand. Okay, wo ist er? Irgendwo hier. Wäre nicht so lustig, wenn ich es sagen würde. Scheiße, solche Suchquest. Ein paar Himbeeren, aber ansonsten. Wo? Am Ende hat er den einsteigen, pass mal auf. Ich habe die komplette Insel abgesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, ich hatte ihn dabei, Lollix, die Roffel. Gekwe. Wegen dem Ring. Ja, was ist damit? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Dann musst du eben weiter suchen. Nicht so patzig. Ja, so einfach ist das Problem gelöst, ne? Ja, guck mal da hinten nach. Ja, da bei dem Strand hier. Ich hatte irgendwie, sag mir mal, mein Gaming-Instinkt so, ja, guck mal danach. Oder da wurde in so eine Hütte reingespawnt. Weil die haben ja Haufen Hütten hier. Ja, bestimmt. Holz, Stein. Die drei kleinen Schweinchen. Pass auf, am Ende ist dieser Ring beim Leuchtturm. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Oder hier beim Baum hier. Ja, der fette Baum da. Na, nicht der andere. Oh, das war knapp. Oh, Miroslav, Junge. Gibt's nicht. Vor allem, ich muss sagen, der Baum. Alter, ich hab ihn gefunden. Alter, willst du mich verteidigen? Hä? Das ist der Glücksring? Ich denke, pass auf, das wird da jetzt sein. Pass auf, bevor du den anredest, ganz kurz nur. Mhm. Ich wollte gerade schon sagen, ich finde diesen Boden hier, diese Bodentextur ja meisterhaft gewählt, weil da siehst du das Funkeln vom Ring nicht, weil ich dachte, das ist ein magischer Ring. Aber es war so ein fucking goldener Ring, ist, der aber auf dem Baumstamm liegt. Damit habe ich jetzt nicht gedacht. Siehst du? Gerechnet. Da haben die Modder. Die waren so einen Schritt voraus. Die haben out of the box gedacht. Hey. Wegen dem Ring. Ja, was ist damit?
Ich habe ihn gefunden. Das ist ja wunderbar. Gib ihn her. Vergiss es. Vielen Dank. Hier hast du eine Belohnung. Und Trank. Wow, outstanding move. Trank oder irgendwas. Ja. Ein Heiltrank, safe ein Heiltrank. Oh, danke, Mann. Du hast mir beim legendären Glücksring wieder gebracht. Hier, nimm diesen Heiltrank. Hm. Essenz der Heilung. Nichts. Was machen wir denn jetzt? Sprich nochmal mit diesen Oberbauern hier, diesen Lambert oder kein Name, wie dieser Pinocchio hieß. Pinocchio? Kleines Püppchen. Mhm. Freches Püppchen. Oh, das ist ja wieder meine Time to Shine. Feier haben wir nicht einmal geschlafen, ne? Nee, das ist alles in einem Tag passiert. Du bist doch noch zweimal gestorben. Leck mich im Arsch. Kann ich schon Bauer werden? Dan hat gesagt, du bist ganz okay. Ambrosius denkt, du bist brauchbar. Gorim denkt, du bist in Ordnung. Du hast den Preis der überteuerten Nahrung bei Alos runtergehandelt. Ich mag Leute, die sich nicht so einfach verarschen lassen. Einer meiner Leute hat gesagt, er hat dich auf der anderen Insel drüben gesehen, wie du ein paar Monster verprügelt hast. Du kannst dich also gegen die Biester verteidigen. Jemand, der selbst von der Fleischwanze flüchtet, könnte ich nicht gebrauchen. Aha! Du hast genug von den Jungs überzeugt. Von mir aus kannst du ein waschechter Bauer werden. Alter, warum tut das so, als ob das so, keine Ahnung, die Aufnahmeprüfung von den Söldnern ist? Aber du bist ein Bauer, Digga. Ein Bauer. Denn sag, du bist in Ordnung. Ja, ich will Bauer werden. Hauptsache, er sagt noch so, ich kann niemanden gebrauchen, der von der Fleischwanze wegläuft. Ja, aber der Typ drüben, ne? Da war der Typ, der hat sich vor drei Fleischwanzen angeschissen. Ja, also legendär. Ich mach mal ganz kurz Pause, bin gleich wieder da. Kaffee, du kannst die Leute erstmal unterhalten. Du kannst halt mal sagen, wie dir die Mod gefällt. Ja, wie mir die Mod gefällt. Also es gibt ein Spiel, das habe ich vor kurzem auf YouTube gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich glaube, irgendwas mit Dungeon oder sowas hatte er im Namen. Das war ein Game, das hieß Death to the Brain. Oder Dead to the Brain, irgendwie sowas in der Art. Das war von der Logik, das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Das war richtig verblödet, das Game. Und manchmal hat man echt das Gefühl, wenn man dann solche Perlen wie dieses Game hier spielt, wie diese Mod hier, Bauernleben, dass sich manche Leute einfach das Gehirn wegbrennen. Mit Alkohol oder sowas. Also, ich meine, die Idee ist jetzt nicht schlecht, ja. Ich meine, die Mod ist sicherlich auch schon super alt, aber ja. Ja, was ist lustiger als eine Kack-Mod? Eine gute Mod, zum Beispiel. Ja. Ja, und es erwartet BK tatsächlich, dass ich euch unterhalte, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß es nicht. Nein, fällt mir nicht ein. Ah doch, mir ist gerade die Entstehungsgeschichte eingefallen zu der Mod. Das war damals Vietnam. Da war ein US-Soldat gestrandet auf einer Insel. Ja, Vietnam, der ist Flugzeug abgestürzt, gestrandet auf der Insel. Und auf einmal hat dieser US-Soldat, dieser gestrandete Soldat, einen Fiebertraum. Er hatte einen Fiebertraum, wo er geträumt hat, dass seine Eltern hier auf der Insel mit ihm waren. Das war so eine kleine Kackinsel. Ein bisschen wie Castaway, aber nicht so, ihr wisst schon, nicht so. Und der hat sich jetzt alles eingebildet so. Und irgendwann so, nachdem er hier für die imaginären Leute die ganzen Aufgaben gelöst hat, wurde er gerettet. Und als er zurückkam, dachte er sich, boah, diese Geschichte, die ist so Oscar-reif, so sagenumwoben, so legendär, so geil, so genial. Die muss sich irgendwie weiterführen. Die muss ich weitererzählen. Die Leute müssen erleben, was ich erlebt habe. Die müssen die Welt aus meinen Augen sehen. Und dann dachte er sich so, Buch schreiben kann jeder Pinocchio. Wie wär's mit einer Gothic 2 Mod? Ja,
Das machen wir. Und so ist die Matt bestimmt entstanden. Sehr schön zusammengefasst, Kavi. Oh, da ist er ja wieder. Wolltest du mich nicht unterbrechen oder wolltest du einfach nur wissen, wie die Geschichte ausgeht? Ja, ich wollte das Happy End wissen. Ab wann hast du zugehört? Jetzt gerade. Eine Sekunde Mann, davor. Du hast die komplette Geschichte nicht gehört. Die musst du dir später in der Aufnahme mal anhören. Mach ich gerne. So, wollen wir jetzt Bauer werden? Ja, ich will Bauer werden. Ja, und klick. Ich will Bauer werden. Ah, du bist bereit. Es ist soweit. Bist du dir sicher? Willst du wirklich Bauer werden? Ja, ich will ein Bauer werden. Gut, dann bist du jetzt dabei. Ich habe auch gleich eine Mission für dich. Special Agent Bauer. Worum geht's? Geh zum Leuchtturm. Rüber und bring dem Leuchtturmwärter eine monatliche Nahrungslieferung. Soll ich etwa bis zur Insel schwimmen? Nein, benutzt doch einfach den Teleporter in der kleinen Höhle hinter hier auf der Insel und verlange 40 Goldstücke von ihm. Gut, ich mach mich dann auf den Weg. Warum zum Fick muss man jemanden schicken, wenn er ein Teleporter ist? Hä? Oh, jetzt wird schon langsam Bruder, dunkel. Was? Jetzt wird Bruder, jetzt wird's dunkel. Ich gehe jetzt schlafen. Ich verstehe die Logik nicht. Ich habe eine Mission für dich. Eine geheime Geheimmission. Das kann so keiner Ahnung. Niemand ist qualifiziert dafür. Ja, was denn? Geh zum Teleporter, geh zum Leuchtturm und gib den Typen so ein Essen. Aber welcher Teleporter überhaupt? Ja, eben. Welcher Berg? Und vor allem, das ist so richtig abgespaced schon wieder. Sag jetzt nicht der Berg, wo Mama und Papi sind. Der Berg, meinen die. Nee, oder? Meint ihr den Berg oder soll ich jetzt einfach rüberschwimmen? Nee, da ist ja das Loch zur Hölle, Mann. Vergiss das ganz. Da kommt sicher das Seemonster und frisst dich. Der Crack. Ist hier unten drunter? Hui. Ballschaden. Nee, da gehen wir zum Strand. Nein. Links, nein, links. Ey, ja, da. Das andere links. Ja. Ach, schau da, was haben wir denn da? Eine Höhle. Du Blindschleiche. Ey. Wow. Weißt du warum? Also. Weil durch die Grafik sieht man das gar nicht, ja. Na, man merkt, du bist nicht mehr die Jüngste, hä? Huh? Boah, bitte sag. Warte, Bruder. Ja, wo bin ich denn jetzt? Bei der Leuchtturminsel. Aber du willst beim Ey! Du willst mir wirklich sagen, statt dass die faule Sau vom Leuchtturm die 5 Minuten hier weg ist und sich deine Scheiße abholt, muss. Nee. Das kannst du mir jetzt auch nicht erzählen. Oh. Stärke plus. Plus wie viel? Oh, ein schwarz gebrannter Rum. 2 Dietrich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, ist klar. Cheater. Dein Charakter heißt einfach Cheater, okay? Ja, ich bin der Cheater. Warte mal, heißt Cheater wirklich jetzt? Ja? Na doch, der stand gerade, als du zur Truhe gingst und die angeklickt hast, dass er sagte, vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Cheater. Okay. Jetzt. Aber vor allem ist auch ein Kriterium. Einer meiner Jungs hat gesehen, wie du die Viecher verprügelt hast. Hat den Feldstecher ausgepackt oder wie? USPK, mach ihn fertig. Yeah. Mach ihn fertig. Barrier doch. Und der wohnt jetzt hier einfach random auf dieser Insel mit niemandem und ja. Ja, geht ja mal was zu essen. Aber. Ja, vor allem, wen gehört diese Hütte hier mit dieser Truhe? Und ein Pirat ist er auch noch? Hä? Der hat doch zu essen. Ein Crack. Schade, ich dachte, er ist Jack. Ich hab mich schon darauf vorbereitet.
Wer bist du? Ja, ich bin Quack, der Leuchtturmwärter. Ah, du siehst sehr aus wie ein Pirat. Hüte deine Zunge, Bürschen. Aber du hast recht, ich war früher mal Pirat. Doch das Piratenleben wurde einfach zu gefährlich. Überall lauern diese Milizsoldaten, die immer mehr von unseren Crew ins Gefängnis schmissen. Am Ende beschloss ich, dass ich mir ein ruhiges Leben suchen werde. Und nun ja, jetzt bin ich hier. Geil, oder? Was für eine Geschichte. Wer hätte das gedacht? Diese Story, die hat mein Leben verändert. Hat mich total umgekrampelt. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst oder geschickter wirst. Das würde dich nur 40 Goldstücke kosten. Aber warum brauchen die überhaupt Gold, Mann? Auf der Insel gibt's auf diesem Landstrich hier gibt es genau 5 Leute gefühlt. Aber wofür brauchen die das ganze Gold? Eine besondere Währung hier. Und was ist denn das da hinten noch? Guck, hier siehst du das im Horizont hier, vor diesem schwarzen Abyss hier. Da ist ja noch da was. Da ist ja noch irgendwas, ja. Oh, das sind mehr Inseln. Die Bauern sind ungebildet. Wortwörtlich Bauern. So, das nächste. Ich habe hier deine monatliche Nahrungslieferung. Du bist also einer von den Bauern? Ja, ich bin aber noch nicht lange dabei. Okay, hier hast du das übliche Gold für die Nahrungslieferung. 30 Goldstücke. Halt, stopp! 40! Yes. Nein, es sind 40 Goldstücke. Ah, Lambert hat dir also da gesagt, dass weiß, wie man Vorteile nimmt. Na gut. Was war das gerade für ein Deutsch? Ja, das war total. Also 40 Goldstücke. Oh, das war übelst schwierig. Hast du das gerade gelesen? Das war. Ja, ich hab's gelesen. Es war. So, es geht schon einfach mal in seine Hütte rein. Und laust alles unterm Arsch weg. Klar. Er wollte mich abzocken. Ich nehme ihn dafür alles weg. Schnaps. Deinbrecher. Was ist denn Orangenschnaps? Alter, geh noch mal auf den Steinbrecher drauf. Geh noch mal auf den Steinbrecher drauf. So, ja. Was sind denn das für wacke Anforderungen, Mann? Du bist Level 2. Orangenschnaps. Aber das ist jetzt Bonus. Also wenn ich das jetzt trinke, dann kriege ich... Nee, das lädt nur dein Leben auf. Ah, ärgerlich. Was haben wir denn hier? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Mhm. Mhm. Wow, ein Dietrich. Ja, also mal ganz ehrlich. Was machst du denn jetzt hier? Machst du jetzt auf Geschicklichkeit? Machst du auf Stärke? Ich denke aber mehr auf Geschicklichkeit, oder? Ich denke, ja, du machst einen auf gemütlichen Bauern. Ich hab doch Mission. Oder willst du mir sagen, dass der Bauer hier verbrauchen Halbgott ist, wie im Gott... Ah! Feuerpfeilrune, oder wie? Nee, das war... Ja. Ah. Wow! Der Breveter zum Einhandmeister. Der Bratan. Der Bratan. 35. So. 35% feinste Nahkampfkraft. Okay. Also die Nahrung. Das erinnert mich an New Kids hier. Was machst du hier? Kommt irgendwie hin, ja. Ja, Junge. Wenn ich in Gothic 2 Magier spiele. So ein großer Feuerball, Junge! Na, eins reicht. Wenn du große Feuerball erlernst. So ein großer Feuerball! Oh shit.
denkst du wirklich, du kannst dich mit zwei... Meine sehr geehrten Damen und Herren, Zuschauer und Zuschauerinnen, wir befinden uns gerade live im Kampf gegen zwei Scavenger. Wird ein namenloser Held namens Cheetah es schaffen oder wird Crack ihm unterstützen? Und da kam Crack und der hat direkt geflucht, ein bis viel weniger. Und er hat die Waffe weggesteckt und stolziert wieder zurück zu und seinem Gegner. Der Scavenger fällt hin. 1, 2, 3. Er wird wieder ein Champion. Out! Oh mein Gott. Das ist ja nochmal welcher. Beißt mir aufs Auge, du hier, Vegeta. Es wird Zeit für ein bisschen Liebe. Diebe. Ich meinte Hiebe. Wir müssen unbedingt Detailliebe dazu bringen, dass diese Mod spielt. Mach mir. Ich schreibe den. Ich glaube, er macht ja die Mod-Reviews, oder? Ja, genau. Ja, der muss bitte sagen, dass... Das ist eine Bombenidee, gefällt mir. Ich glaube, der wird dich verfluchen dafür. Da steckt zu viel Liebe drin. Detailliebe. Zu viel Liebe. Liebe zum Detail. Ja. Also das geilste Ding hier, der Ashe Cliffhanger, war wirklich, ich hab als Bauer eine Riesenmission. Das finde ich echt legendär. Unser Held hat einen Traum, einen großen Traum. Er will Bauer werden. Und eigentlich geht die Geschichte ja so, dass du ja von der Insel runter willst. Ja. Das ist doch eine nice Beschreibung. Stellt euch da mal vor, meinen Gesichtsausdruck, als ich erfahren habe, dass die Insel der Bauern keine 3 Meter neben der eigentlichen Insel ist. Der ist doof. Wirklich. Oh ne. Vergiss es einfach. Scheiß auf die Scavenger. Nee, also, jetzt hab ich keine Lust mehr. Am Ende ist dort hinten noch ein Ring. Der Ring der Macht. 30 Stärke plus. Nee, 90 Stärke plus, dass du den Steinbrecher verwenden kannst. Okay, also wir laufen jetzt einfach zurück. Ja, wir gehen mal zu diesem random Teleporter hier am Strand. Das ist ja ganz normal. Und die schöne Aussicht noch genießen. Irgendwo ja, dort hinten ist Corinius, Myrtana. Bei mir tatsächlich in der Hütte in den Alpen, von der ich vorhin erzählt habe, ich habe auch so einen Teleporter. Ich muss nie in die Stadt fahren, nee, ich gehe einfach in den Teleporter. Der am Berg ist. Ja, der führt direkt hier in die Stadt, ja, muss ich nicht weit gehen. Wenn ich einkaufen will, brauche ich genau 3 Minuten. Aber das Ding ist eben, der Teleporter war einfach da. Das ist verrückt. Ich sollte echt aufhören, meine Alpenkräuter zu rauchen. So, Fadi, wer hat da Oberkühl? Jägermeister! Ich hab das Paket überbracht. Gut. Wie viel Gold hast du bekommen? 40 Goldstücke. Nur, du hast dich nicht von ihm aufs Kreuz legen lassen. Gib schon her das Geld. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Als Bauer? Zurzeit nicht. Aber bald werde ich jemanden in die Stadt losschicken müssen, um die Ernte zu verkaufen. Oh Bruder, welche Stadt? Bis dahin dauert es aber noch etwas. Bruder, welche Stadt? Hilf erstmal den anderen bei ihren Problemen. Was für eine Stadt, Mann. Und vor allem, welche Probleme? Wir haben doch alles geklärt. Ja, wir sind der Problemlöser, Mann. Hä? Jetzt müssen wir jeden ansprechen nochmal, oder wie? Ja, wer hat Probleme? Geh mal zu Mami und Papi zurück. Oder vielleicht zu den Krautmaster. Ja, mach ja. Da hat nix. Das sieht völlig gruselig aus. Mami, Papi. Unfassbar, ey.
It's the biggest piece of dog shit I've ever seen. Also wirklich. Mann, BK, da hast du dir wirklich was Gutes für die Trash Night ausgesucht. Gerne. Hey! Auf der anderen Insel mit dem Steinkreis ist ein Lurker am Strand. Und? Die Biester sind gefährlich. Ich möchte nicht, dass einer der Jungs in der Nacht von so einem Biest gefressen wird. Geh bitte los und töte das Mistvieh. Wenn's sein muss. Du bist jetzt einer von uns. Du musst auch deinen Beitrag leisten. Ist ja schon gut, ich gehe ja schon. Was ist denn das eigentlich für eine faule Sau? Ey, du bist neu. Ja? Du hast ein paar Feldräuber und ein paar Morals verprügelt, oder? Ja. Ja. Da ist ein Lurker, bring ihn um. Alter, tschüss. Da habe ich die Creme de la Creme ausgepackt, würde ich sagen, ja. Naja, das ist wirklich ein Masterpiece. Alter, nee. Ich muss schon zugeben, das Fenster hier, ich wohne im vierten Stock, das Fenster hier, das ist schon ziemlich attraktiv. gibt da neue Viehzeug, ja. Oh, Kapitel 2, Weltenwechsel, Kapitelwechsel. Inselwechsel. Inselwechsel, ja. Oh, jetzt guck mal den Wolf an. Und schnapp! Ach so, ja klar. Geht ruhig zu Mami und Papi. Und lass dich ja nicht mehr blecken. Was geht denn hier ab? Trotz der Papa ja gleich mit dem Bogen. Ja klar. Oh, Papi. Oh, du ein Arsch. Nicht viel weniger. Wo ist denn Mami hin? Die ist im Wald gelaufen, weil sie den Scavenger umlegen wollte. Und da läuft sie süß. Ganz entspannt. Hey, du. Papa. Stärke? Ja, lern. Am besten wäre, du gehst mal. Warte. Geh mal auf zurück. Hm. Ja? Nochmal auf zurück? Hm. Ende. Ende. Jetzt rückst du mal B. Gibst Marvin ein, drückst nochmal B. Nee, also unentschieden kommt, das schaffen wir so. Hey. Was wollen wir denn lernen? Einhändig? Na, Stärke. Stärke, ja. Weil ich bin ja ein richtiger Bauernjunge, wa? So, okay, pass auf. Jetzt drückst du mal Escape. Mhm. Spiel speichern. Ja. Nochmal Escape. Bauernleben beenden. Warte mal. Okay, alles klar. Oder? Jetzt bist du wieder dran. Ich werde bald abreisen. Aber wohin denn? In die Stadt. Hier gibt's doch gar keine Stadt. Ich wusste, dass du nicht ewig hier bleiben wirst. Du warst doch noch nie. Oh. Ich werde deine Entscheidung respektieren. Ich habe etwas Gold für dich gespart. Hier. Ich hätte 5 Gold. 200. Oh, danke. Verabschiede dich aber noch von deinem Vater, okay? Mach ich. Ich hätte es ja richtig lustig gefunden, wenn du jetzt so die 5 Gold vom Wechselgeld vorhin bekommen hättest. Ja. Was willst du jetzt mit dem Geld überhaupt? Hey. Hey, Papi. Ich werde abreisen. Ich wusste schon lange, dass dich nichts mehr hier hält. In deinem Alter war ich auch so. Immer auf Abenteuer aus. Wo willst du denn hinreisen? In die Stadt. In die Stadt also. Du hast meinen Segen.
Hier hast du meine alte Lederrüstung als Abschiedsgeschenk. Ich werde euch nicht vergessen. Krass, Alter. Pass auf, die ist mit Stärke. Wow. Jetzt bin ich ja. Das ist mit Rischer Bauer. Wie random. Ich wusste gleich, dass sich hier nichts mehr hält. Junge, was sollte ich denn da halten auf die Insel? Das hast du in 10 Sekunden alles gesehen. Und welche verschissene Stadt denn? Ja, was für eine Stadt, Bruder, was? Vor allem der wichtigste Ort, der Steinkreis und der Tempel. Komm her, Mistvieh. Ach, den Locker dort hinten meint er. Hatten wir den jetzt vor uns schon erlegt? Ja, haben wir. Ja, ne? Aber die kommt wahrscheinlich bei jedem Schlafen immer wieder. Du kannst übelst leveln. Bauer leveln, ja. Looten und leveln. Bauer leveln, genau. Oh, der Lurker. Jetzt bin ich gespannt, ob du ihn schaffst. Nein. Weißt du, was du machen kannst? Das ist meine Taktik schlechthin. Ich gehe immer so hin, warte, dass er einen Schlag macht, weich aus und schlag gleich nochmal hin. Oh, ich habe das schon ein paar Mal probiert. Ich bin einfach aber zu schlecht. Aber du musst das mit dem Fokus immer wegmachen. Du musst kurz mal die Maustaste loslassen und dann nochmal hin und so. Ein bisschen Übung und das ist wie wenn du einen Troll klatschen willst, nur ein bisschen kniffliger. Hast du doch bestimmt schon mal bei mir im Stream gesehen, oder? Ja, ja, ich sehe das oft bei anderen, die das können. Na komm, so schwer ist es auch wieder nicht. Ja, ja, mach den Wandprügler, so ist gut. Yes! Jawohl, das legendäre Monster ist weg. Du hast gerade Menschenfleisch gegessen, oder? Ja, irgendwie schon. Oder war das schon mit der Drachenwurzel? Soll ich die essen? Nee, das ist sicher so ein Quest-Item. Brauchst du am Ende noch. Himbeere. Eine seltsame Beere. Mhm. Bestimmt. Wer kennt sie nicht? Können wir einfach zum Ende kommen, Mann? Ich krieg echte Kopfschmerzen von dieser Mod. Detailliebe wird diese Mod lieben. Ich schick den die. Das will ich wissen, was da sagt da drüber. Ich kann mir schon richtig vorstellen im Video so. Bitte, wenn ihr weiterhin solche Mods findet, schickt sie mir nicht mehr zu. Ich will sie nicht mehr spielen. Doch. Wir wollen Content. Oder? Auch nochmal fix Fleischbraten, wenn wir gerade mal hier sind. Oh, Alter, du kannst ja Scheiße, alles... Mann, die haben halt alles gedacht. Fleisch mit anderen Zutaten mischen, das ist ja mal voll fett. Die giftigen Bären, die giftigen Bären. Oha, wie in Red Dead Redemption 2. Da kannst du auch Fleisch kochen und mit Kräutern mischen. Ich geh kaputt hier. Scheiß, Mann, aufs Auge, Mann. Alles rohe Fleisch gebraten. Details, Junge, Detailliebe. Ich hab den Lurker volles von das Maul gehauen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen. Wie wär's mit einer kleinen Belohnung, du Arsch? Du bekommst dein Geld. Dein Geld von Lambert. Okay, Geld. Okay. Gut. Oh, krass. Okay. Okay. Wow. Lass mich raten, warte. 10 Gold. 10 Gold. Und denkst du, wir können jetzt schon von der Insel runter? Das klappt nicht. Ich würde es mir wünschen, ja. Ich glaube das nicht. Es kommt bestimmt noch eine übelste Mission. Jetzt macht er einen Dolino Zombie so. Ja, noch eine Aufgabe, Mann. Ja, genau. Einen Job noch. Alles hat mir erzählt, dass du einen Lurker getötet hast, der gefährlich nah bei unserer Insel war. War er nicht, aber egal. Ja, das stimmt. Das hast du gut gemacht. Hier hast du Gold für deine Arbeit. 30. Ich bin bereit abzureisen. Gut. Bist du dir auch sicher? Ja. Tu es einfach. Drück den Knopf. Wollen wir wirklich diese Insel jetzt schon verlassen, Mensch? Es war abenteuerlich. Okay, nur dir zu lieb, okay? Ja. Es war schön.
Ja, oh, ich bin bereit. Pass auf, da hat kein Boot. Nein. Nein. Gut. Oh, gut, okay. Ich sehe hier gar kein Schiff. Ich hab's nicht gewusst. Ja. Teleporter. Teleporter, pass auf, Teleporter. Schiffe? Er braucht schon Schiffe. Ich hab den Teleporter hier auf der Insel schon auf die Stadt ausgerichtet. Bruder, was ist denn das für ein super krasser Bauer, Mann? Du wirst in Sekunden dort sein. Alter, wir haben... Du hast sie schon gespielt, eindeutig. Hier hast du die Ernte, Junge. Welche Ernte? Ach so, ja, wir müssen das in die Stadt verkaufen, stimmt, ja. Mach dich gleich auf den Weg. Du solltest die Ernte bis nächste Woche verkauft haben. Ich schicke dann... Gut. Ich hab nichts gedrückt. Das verfolgt mich wirklich. Zuerst Yakuza, jetzt hier. Bauernleben. Es war einfach schon 20 Jahre voraus. Vor Yakuza. Ja, du musst wieder zum Teleporter unten am Strand. Du weißt schon, der super geheime Geheimteleporter. Aber mal ganz ehrlich, nicht, dass wir wieder zum Leuchtturm kommen. Und dann bringt das ja eine übste Wende und kommen die Paladine und töten alle und... Die Orks-Söldner. Ja, genau. Und dann musst du gegen Orks kämpfen, weil du hast einen Steinbrecher, den du den anlegen kannst. Und ein grobes Langschwert-Sword. Digga. Ah nee, es geht weiter, Digga, es geht weiter. Ich verpiss mich. In einer Stunde haben wir das durch. Ja, so war eigentlich der Plan. Hier gibt's ja wirklich... Jetzt kommt Kapitel 2. Von 10. Die neue Bedrohung. Ja, sogar die Drachen. Jetzt kommt der namenlose Held so. Ey Mann, du bist Bauer? Ja, das bin ich. Das will ich auch sein. Wo muss ich hin? Fischer Fritz? Der Fischer. Na, Hut ab. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt das ist jetzt wirklich der namenlose Held. Der kommt jetzt her so, ja, nee. Wer bist du? Ich bin nur ein einfacher Fischer. Wie beißen die Fische? In deinen Arsch. In letzter Zeit sehr gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Fischen. Mhm. Wo geht's hier zur Stadt? Stadt? Hier auf der Insel gibt es keine Stadt. Bist du wohl nicht von hier? Was? Nein, du hast mich wohl falsch verstanden. Ich will in die Stadt. Ich sagte dir bereits, dass es hier keine Stadt gibt. Du bist wohl nicht ein bisschen verwirrt? Du bist wohl ein bisschen verwirrt, ja, okay. Naja, in der Kaserne werden sie dich schon wieder zusammenflicken. Mit L. Was, da kann ich mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich bin ganz geschickt. Ich kann dir vielleicht was beibringen. Vor allen Dingen, Geschick, zurück, Geschick. Mensch, Kaffiert, es geht weiter. Oh, cool, wow. Und kein Steinkreis. Was ist das denn? Wow, guck dir an, der hat einen eigenen Kreis gemacht, aus Teppichen und so. Was ist das für ein Ding? Oh, eine Wand mit einem... Ist das Akira? Was ist denn das? Ne, Adryl. Komisch. Also, falls man Alchemie macht, ne? Da hätten wir ja viel mehr erkunden können in der ersten Insel. In den ersten drei Inseln. Was für ein absoluter Fiebertraum. Mensch, das ist ja schlimmer als die Levitown-Mod, ey.
Was hier oben hängt, Dunkelfahrt? Okay. Oh Gott, das ist dein Part. Wer bist du? Ich bin Eldril, Meister der Tabakkunst. Nimm doch einen Zug an meine Wasserpfeifen, Reisender. Wieso hast du dein Geschäft nicht in der Kaserne aufgemacht? Ah, dieser Darius ließ mich nicht. Dieser Penner sagte, ich sei nur ein mieser Drogendealer. Es ist ja gar nicht so schlecht, hier zu sein. Hier kann ich direkt die Zutaten für meine Tabaksorten anpflanzen. Und meinen Kunden ist es egal, wenn sie ein paar Schritte von der Kaserne bis hierher machen müssen. Außerdem ist die Atmosphäre hier draußen sehr gut. Wie läuft das Geschäft? Ah, kann nicht klagen. Das Tabakgeschäft bringt viel ein. Kann ich für dich arbeiten? Ah, du hast wohl Gefallen an der Kunst des Tabakmischens gefunden, was? Ich habe im Moment kaum Pilztabak. Ich werde dir einen guten Preis für jeden Pilztabak machen. Was kannst du mir über die Tabaksorten erzählen? Die Wirkungen des Tabaks sind sehr interessant. Ich erzähle dir gerne davon. Der Honigtabak hilft dir nicht zu konzentrieren. Es kann passieren, dass er dein Mana steigert. Der Apfeltabak hat zwar keine besonderen Fähigkeiten, aber ihn zu rauchen ist trotzdem eine Erfahrung. Der doppelte Apfeltabak ist auch gut, um sich zu konzentrieren, und er ist sehr erfrischend. Der Pilztabak ist ein starker Tabak. Es kann passieren, dass man ihn nicht verträgt. Für den Krauttabak gilt dasselbe. Er ist aber noch etwas stärker als der Pilztabak. Der Bärentabak hat leichte Heilkräfte. Kleine Kratzer heilen dadurch schnell. Dann könnte man noch eine Sumpfkrautpflanze pur rauchen. Das ist aber nicht extrem empfehlenswert. Das Zeug würde dich regelrecht umhauen. Danke für die Information. Kein Problem. Übrigens kannst du an einen Alchemietisch selbst auf die Grundlage von Apfeltabak Tabaksorte mischen. Apfeltabak kannst du bei mir kaufen. Also, tschüss. Du kannst außerdem bei mir eine Pfeife kaufen, damit du nicht immer herkommen musst, um zu rauchen. Oh, das ist cool. Man kann an seiner Pfeife rauchen. Ich möchte handeln. Ey, das ist 30 Gold. Das nehmen wir, hä? Ja, nehmen wir Gift. Kein. Ja, Gift für den Tabak. Der Typ vergiftet die Leute. Apfeltabak. Und wie fandest du meinen gewählten Akzent dafür? Boah, sehr schön. Also, warte mal, Pizza-Pack für dich? Ja. Ich habe Pizza-Tabak für dich. Okay. So, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wirklich das hier noch weitergeht. So, Fazit somit, ich finde die sehr anstrengend. Sehr detailreich. Das ist wirklich eine Mod für einen gewissen YouTuber, der sich auf Detailhiebe reimt. Also, wie groß ist denn die Insel? Oh, ne, tschüss. Halt! Halt! Ich habe hier noch nie gesehen. Was willst du? Ja, ich suche die Stadt. Stadt? Hier gibt es keine Stadt.
Du kannst reingehen, ach, aber keinen Ärger. Alter. Wow, der hat in der Kaserne seinen Laden. Wow. Zurian. Kommt näher, komm näher, mein, also, mein Freund. Wer bist du? Ich bin Zurian. Ich verkaufe Pflanzen, Tränke, Gifte und noch mehr. Zurian, ha? Huh? Ich möchte handeln. Schlaf, den brauchen wir bestimmt dann noch. Alter, tschüss. Ey, Darius. Darius. Du dich. Du dich. Darius, machst du. Das kommt bestimmt richtig geil rüber. So als Oberkommandant, so. Das machst du bestimmt übelst schicki. So. Bereit? Von mir aus. Bauen, leben. Wer bist du? Ich bin Darius. Ich bin der Anführer der Krieger hier. Was kannst du mir über die Krieger sagen? Meine Krieger sind auf den Kampf mit dem Bogen spezialisiert. Du wirst keine besseren Schützen finden. Außerdem ist nur ihnen das Wissen um die Herstellung von magischen Pfeilen vorbehalten. Hast du eine Aufgabe für mich? Du kommst doch sicher viel herum, oder? Ja. Hör gut zu. Es gibt irgendwo auf der Insel eine geheime Organisation. Eine geheime Organisation. Richtig. Sie opfern Tiere oder so einen ähnlichen Scheiß. Wir konnten noch kein Mitglied fassen. Du musst das Versteck dieser Organisation finden. Doch du musst vorsichtig sein. Es heißt, sie besitzen magische Kräfte. Wo soll ich anfangen zu suchen? Ich habe keine Ahnung. Du musst irgendwas machen, das ihnen gefällt. Dann werden sie dich schon von selbst ansprechen. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, weißt du jetzt Bescheid. Tschüss. Alter, warum denn? Alter, was sind denn das für abgespacete Schilder? Tony Stark oder wie? Der Iron Paladin. Nee, kann man nichts klicken. Hätte ja sein können. Ach, das ist geklaut von Gothic 2, ja? Ja, 1 die zu 1. Ja, die Kaserne. Aber die ist halt offen. Wow. Aber willst du die Mod jetzt wirklich noch weiterspielen oder wie stellst du dir das jetzt vor? Wow, zwei Betten, Alter, guck, Junge, ey. Aber warum? Warum? Und beim Schmied? Es gibt einen. Was für ein Witz, ey, wirklich. Also tschüss. Aber es interessiert die Leute auch einfach gar nicht, dass du sie beklaust oder so. Nö. Interessiert die einfach, die sind sowas von scheißegal. Die sind mal froh, wenn die überhaupt jemand vorbeikommt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Halt die Klappe. Weißt du, das Ding ist, ich dachte mir schon vorhin so, warum zum Fix schicken die eine Woche später jemanden vorbei, um dich abzuholen? Ja, keine Ahnung. Hey, du. Hast du hier ein Problem? Ich mach den Schmied. Bist du hier der Schmied? Sieht so aus. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Zweifelst du nicht an meinen Fähigkeiten? Natürlich kann ich dir was beibringen.
Ich kann ja Schmied lernen. Okay. Jetzt ergibt es Sinn, warum du den Steinbrecher bekommen hast. Konnten wir nicht wissen, dass die Matze so umfangreich ist. Hey. Vor allem, es sind keine Wachen, keine Soldaten, einfach nur Krieger sind das. Einfach nur Krieger. Oh, Krieger. Was gibt's Neues? Hast du schon gehört? Der große Bauernhof im Osten wurde von Untoten überrannt. Wieder ein Bauernhof. Untote? Ja, in letzter Zeit gibt es viele davon in den Wäldern. Ende. Ah, nee, tschüss. Ende. Wollen wir den zweiten Teil dann irgendwann nochmal starten? Wie es weitergeht? Das können wir gerne machen. Weil, die Leute sind ja echt gespannt drauf, wie es wieder weitergeht. Ja, ja, Bauernleben. Das ist genauso wie die Rosenheim-Cops oder so. Ja. Aber die kannst du dir ja auch installieren. Nee, Digga, vergiss es. Ich habe genug gesehen, ich bin zufrieden. Was ist das denn? Weißt du, ich sagte schon, oh, ey, das ist doch bestimmt Lobards Hof. Safe Lobards Hof. Ja, 100 Pro, guckst du dir an. Das Layout. Die haben einfach Lobards Hof genommen. Das ist Acholos. Eindeutig. Acholos, ja, ja. Acholos hat sich einfach inspirieren lassen vom Bauernleben. Jeder, der sagt, Acholos ist eine gute Mod, der hat Bauernleben noch nicht gespielt. Siehste, so. Das Prequel zu Acholos ist das. Verkleidung? So rede ich nicht mit dir. Was? Ja, weil es ist auch ein Bauer. Oh nee, Digga, muss ich jetzt wirklich die Bauernkleidung anziehen? So redest du jetzt mit mir? Warum die Verkleidung? So rede ich nicht mit dir. Bist du dumm oder was? Jetzt red... Du, ich liebe jetzt schon das Spiel. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, also, das ist der Hammer. Offline tue ich mal die ganzen Viecher hier noch töten. Dass mir das hier nicht. Oh, ja. Ich sehe schon beim nächsten Mal ist er so Level 20, hat 300 Stärke. Also auf jeden Fall mache ich das offline alles, aber guck mal hier. Was ist da oben? Was ist das? Ist das ein Bauernhof oder was? Ich sehe jetzt nicht. Was ist das? Das ist bestimmt die Stadt. Stadt? Welche Stadt? Hier gibt es keine Stadt. Alter, nee, sag jetzt nicht. Hier sind nur zwei Betten und irgendwelchen Scheiß. Was meine? Ich sehe das. Sieht ihn einfach nicht. Bitte. Please, God, save me. Darkness imprisoning me. Die Hilda. Aha, sie ist Lobard fremdgegangen. Mhm. Hey. Ich muss jetzt schon lachen. Okay. Wer bist du? Ich bin Silas' Frau. Ende. Ja, der Junge ist... Machst du den schönen Silas, ja, den Seekopf-Skill? Ja, von mir aus. Ah, von mir aus. Und vor allem, was guckt der an? Ein Schild. Wow, das ist aber ein schöner Schild. Wenn der wohl gehört hat. Da überlegt er bestimmt so 300 Jahre. Er guckt Innosflix. Das. Nee, Adaflix. Adaflix guckt er. Adaflix. Ja, genau. Adanos Prime. Mit Werbung jetzt. Fein, kommt im Random. Ja, du musst dir mal überlegen, da kommt ein random Typ rein und fragt nach Arbeit. Kein Warum? Hallo, kein nirgendwo so. Hast du Arbeit für mich? Oh, geil. Dann müssen wir auf irgendwelchen Bahnhöfen oder so. Ey, hast du Arbeit für mich? Hey, du. Hast du Arbeit? Hey, du. Und los geht's. Hast du Arbeit für mich?
Ein Fellerbein benötige ich gerade nicht. Aber kannst du in meinen Raum pflücken und zu meiner Frau bringen. Die Quest kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber das Gesicht. Ja, tatsächlich. Das, aber das Gesicht, ne? Das ist neu oder so, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Ne? Das ist vielleicht von den Machern. Oder? Ja, 3D-Drucker, eingescannt. Es gibt ja diese Scanner hier, von, wo du dich selbst so zur Figur machen kannst. Ja, Das haben die Modmacher auch verwendet für die Gesichtstexturen. Das ist safe, Loberts Hof. Das Einzige, was fehlt, ist das Feld. Nee, nicht einmal. Das Rübenfeld wurde ersetzt durch das Weintraubenfeld. Was warte. Ist das, ein Sack? Warte. Ja, nix, Dingsbums. Hätte auch sein können. Vom Schlösser knacken verstehe ich. Halt die Klappe. Cheater kann die Schlösser nicht knacken. Das ist safe ein Kloster oder so da oben. 100%. Die Amales hier, sie haben einfach random eine Kaserne. Irgendwo zum Wo nix ist. Wo nix ist, ja. Die haben genau drei Soldaten. Drei Soldaten, ja. Drei Betten. Die besten Schützen des Landes. Bessere Schützen wird man hier nirgendwo finden. Also wo ist denn das Feld? Da drüben, du Blindschleiche. Na, links. Ja, da, nee. Wo das Rübenfeld normalerweise ist, in Gothic 2. Ach so. Ja, da sieht man doch auch noch Weintraubenreben. Na, nee, ey, Junge, wohin gehst du? Okay, ja. Weißt du, das Ding ist halt eben, wenn ich jemanden, der noch nie ein Spiel gespielt hat, ja, diese Mod vorsetzen würde. Der würde also solange wir mir jetzt hier schon durchhalten, würde keiner durchhalten. Ja, das ist pure Willenskraft, Kampfkraft und Wendigkeit. Ich hab eine vergessen, Digga. Das ist ja so eine Scheiße bei. Item Locator. Ich hab den Adam. Da war sie. Ja. Pass auf, das war die eine. Also die Mod, die wäre wirklich perfekt für den Teil, liebe. Wirklich. Das schicke ich dann. Kannst du wissen. Bitte mit Screenshot dann. Das gibt's doch gerade. Musst du denn nicht den Seekorb, den Silas hier, die Trauben bringen? Nee, seine Frau ist immer die bringen, hat er gesagt. Dann sprich mal mit dem Typen, vielleicht verarscht er dich ja nur. Ja. Weißt du, ich habe mal vor Jahren Stalker gespielt, falls du das Spiel kennst. Ja, ja, kenn ich. Ja. Und da gibt es ja eine Mod hier, die heißt, glaube ich, Call of Chernobyl oder sowas. Die fügt praktisch die ganzen Maps von den ganzen Spielen zusammen. So Sandbox-mäßig auch. Und da gab es eine Quest, wo der eine Typ sagte, ja, bring den Typen das hier. Gehst du hin, bringst ihm das. Aber auf derselben Map alles. Selbes Gebäude. Schickt er dich wieder zurück und so weiter und so fort. Und ich habe das damals 10-mal gesagt, bis ich gesagt habe, fick dich, du Wichser. Und die Antwort darauf war original, endlich bist du drauf gekommen, dass wir dich verarschen. Meinst du? Nee, hier ist das bestimmt nicht so. Hm? Nee, aber die komplette Mod ist eine einzige Verarsche, Mann. Das ist doch geil. Ich sag's nochmal. Wenn ich jemanden, der noch nie ein Spiel gespielt hat in seinem Leben, ein Videospiel, diese Mod vorsetzen würde, der würde echt denken, ich verarsche ihn. Ja, definitiv. Und es ist das Kloster, Mann, ich bin gut. Du bist ein Tier. So. Und kann ich ja. Pedro. Zucker. Was machst du hier? Es ist meine Pflicht, die Pforte zum heiligen Kloster Innes zu bewachen. Lässt du mich rein? Nein. Wieso sollte ich? Du hast deinen Wert für unsere Gemeinschaft noch nicht bewiesen. Wie denn auch? Was soll ich machen, damit du mich reinlässt? Ein Rudel Wölfe bedroht die Sicherheit des Klosters.
Sie sind ganz in der Nähe. Lass mich raten. Ich soll sie beseitigen. So ist es. Mach das und du darfst hinein. Bring ihn einfach um. Bring ihn einfach um. Jeden umbringen. Jeden. Na Jorgen, so für so ein Psycho-Run. Bauernleben, Psycho-Run. Das war mega. Der Psycho-Run. Das wäre die Idee für Jorgensen, der Psycho-Run vom Bauernleben. Schick ihm das. Aber vor allem wo? In der Nähe. Ja, ganz in der Nähe, ja. Wo in der Nähe? Ja, das ist ja wieder hier Returning, hä? Oder wie für uns unseren goldenen Ring, ja. Irgendwo auf der Insel. Ja, ich habe den Ring nicht gefunden. Dann suche eben weiter, lol. Ja, ist doch nicht mein Problem. Oh, hörst du das? Ach du Scheiße, Digga. Vor allem, ich frage mich ja wirklich, ja, wie bedrohen so drei Wölfe das fucking Kloster mit Wänden, Mauern und so. Das kenne ich selber. Wie kann denn das sein? Einfach mal im Feuerregen reinballern und fertig, ja? Oh shit. Die Magier dort, die rösten die Kackviecher, ja. Ja, ich bin gleich tot. Du könntest ihn nur einfach mal treffen. Dankeschön. Aber Level up. Oh wow, Level 3. Mein Steinbrecher kann ich immer noch nicht besitzen. Das grobe Langschwert auch nicht. Nein. Nee, das edle, das ist ein edles Langschwert, oder? Kein grobes, edel, edles. Ach, schade, das war geil gewesen. Unendliche Weiden. Einfach nichts. Wenn du da runterfällst, weil da fällst du bis in alle Ewigkeiten runter. Ich denke auch. Die scheiß Himbeeren, ey. Weintrauben. Und Weintrauben. Himbeeren, Weintrauben. Irgendwas mit Trauben. Aber das ist ja schon wieder hier. Die Disco-Feuer-Magier. Die Wölfe sind Geschichte. Gute Arbeit. Du darfst nun den Techno-Keller betreten. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Warum? Warte, sprich ihn doch mal an, ey. Das bitte lässt du mich rein. Lässt du mich rein? Klar. Immerhin hast du die Bedrohung durch die Wölfe abgewendet. Hier hast du den Schlüssel. Dankeschön. Techno-Keller-Schlüssel. Mal sehen, wie es hier abgeht. Jetzt ist so Scooter hier. Der erste Magier heißt Scooter. Hyper! Also wenn du dir jetzt fragen kannst, wo das Kloster ist, das wäre wirklich geil. Willkommen in unsere Gemeinde, Novize. Fein, Novizenrobe gleich gekriegt. Hier hast du deine Rüstung. Und nun mach dich nützlich. Gearbeiten, aber... Nichts aber! Du musst als neues Mitglied unserer Gemeinschaft deine Aufgaben erfüllen! Was muss ich tun? Was muss ich tun, um befördert zu werden? Junge, da kriege ich ja wirklich alle Zustände. Du musst den auf meinem Arkeon und den Wiesen sammeln. Ich werde mich umhören, ob du
brauchbar bist. Okay. Nein, ich kann das nicht. Ich will nicht mehr. Ja, ich kann das nicht. Du meinst, das Privileg, ein Paladin oder Magier zu werden. Ein Paladin? Kann man das nicht irgendwie abkürzen? Naja, es gibt da einen Weg. Die Prüfung des Feuers. Die Prüfung des Feuers? Ich werde dir darüber erzählen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich kann das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Stuhl. Ah ne, Sessel. Ja, nix. Nix, Digga. Nix. Nur was hier, nur hier den Techno-Inus. Techno-Inus. Dubstep-Inus. Ja, was? Wie heißt der? Kretus. Okay. Und, was haben wir hier in den Raum? Nichts. Nächster Raum. Das ist ein Dreck, nehmen Sie mit. Nehmen wir alles mit. Erlegst du die Geschicklichkeit. Igor. Drück den Knopf, Igor. Achso, wir haben eine neue Rüstung. Ui. Wow. Beeindruckend. Ja. Was bist du jetzt eigentlich von der Gilde? Bist du gildenlos oder was bist du? Ich bin gar nichts hier. Du bist Novize. Ach, jetzt bin ich Novize. Von uns war ich Bauer. Wow. Okay. Hier? Auch nichts. Und, was jetzt ist hier drin? Ich muss aber jetzt echt mal aufs Bein gucken, selbst hier. Obst du was die Bewertungen sagen dazu, zu den ganzen. Ja, bitte. Das können wir ja noch kommentieren und dann machen wir Schluss für die erste Folge. Wir haben so viel erreicht, ja. Das waren knapp 2 Stunden pures AIDS. Bauernleben. Von 2009 ist die Mod. Das ist eine der ersten, hä? Durchschnittliche Spielzeit 39 Minuten. Entwicklerspielzeit 60 Minuten. Was? 39 Minuten? pass auf. Da hat jemand Bloodwolf. Hat am 27.01.2022 eine Bewertung geschrieben. Bitte? Spielzeit insgesamt 88 Minuten. Und ich zitiere: Uff, ich habe die Mod jetzt mal abgebrochen. Und das hat verschiedene Gründe. Beziehungsweise einen konkreten. Aber die Mod ist vor dem einen Stern nicht mehr zu retten. Was stört mich? Die Anfangsinseln sind unglaublich langweilig und wirre gestaltet. Die Quests uninspiriert und langweilig. Aber hey, als ich auf die zweite Insel ging, war ich tatsächlich überrascht. Nicht nur du, Bloodwolf. Doch damit fing es dann auch an, immer schlechter zu werden. Die zweite Insel ist unglaublich unübersichtlich gestaltet. Die paar Quests, die ich bekommen habe, sind zum Teil komplett verbuggt. Und um die Hauptquest, Fragezeichen, mit der Sekte voranzuführen, braucht's einen Mord, welcher scheinbar schon längst begangen wurde. Oh, Spoiler. Zumindest habe ich nur die Leiche von meinem Opfer gefunden, wobei mir auch ein Talent fehlte, welches ich am Anfang hätte lernen müssen. Was müssen wir lernen? Irgendein Talent. Man sucht sich dämlich, die Kämpfe gehen von der Schwierigkeit, aber das alles fügt sich zu einem unschönen Bild zusammen. Das ist die zweite Mod, welche mir unglaublich auf den Geist ging, während ich sie gespielt habe, und deshalb kann ich sie niemandem empfehlen. Nutzt eure Zeit besser und spielt eine vernünftige Mod. BK, du musst diese Mod unbedingt. Spiel mal durch. Detail, Liebe. Und die spielen wir durch. Warte, Warte. Weißt du, was ich am besten finde von allem? Nee. Warte, ich habe Spine gerade zugemacht, aber mir fiel gerade eines noch auf. Warte. Also die Kack-Himbeeren kann ich nichts machen. Nix. Warte. Bauernleben. Bauern.
Bauernleben. Eine Stunde Spielzeit. Vergiss es. Steht so da. Geht doch gar nicht. Und wir waren jetzt wirklich schnell, ne? Da haben wir mal eine halbe Stunde Minus mit den ganzen Viechern, aber ansonsten, nee. Es ist auch scheinbar eine polnische Mod, sie heißt Zizia Farmera. Ah, deswegen kenne ich die. Ernst du polnisch oder wie? Oh, nur Spaß. Also wirklich, die Motti ist einfach grauenhaft. Wenn ich jemanden foltern will, sperre ich in den Keller und sage, du kommst erst raus, weil du diese Mod durchgespielt hast, mit allen Quests. Und mit allen Viechern töten. Also das ist ja... Also wirklich, die Motti ist grauenhaft. Du hast schon was Gutes rausgekriegt, hä? Nee, vergiss es. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles einfach nicht mehr aus. Also machen wir das nächste Mal weiter, hä? Ja, aber vielleicht, ja, aber nur vielleicht, ja. Wenn du möchtest, kann ich mir diese Mod auch runterladen. Und dann machen wir das bei dir. Ja. Und ich schicke dir den Spielstand. Ja, da kann ich mich da durchquälen. Ja. Das wäre doch eine Idee, hä? Hey. Eine Mod, zwei Spieler. Oh. Was für eine krankhafte Scheiße, Digga. Und ich finde das nicht. Ne? Das, oder hier an der Seite vielleicht? Weil hier gibt's nichts. Hier ist nichts. Oh, du willst diese Experience wirklich auf YouTube hochladen, oder wie? Ja, natürlich. Okay. Lädst du das einfach so 1:1 direkt? Nein. Ich sehe eine Weintraube. Wo? Da gleich bei dem. Ja, da irgendwo war was. Irgendwas Violettes war da. Irgendwas. Ich schwör auf Mutter, da war was. Da ist nix. Sogar meine Augen sagen schon, Spiel ist scheiße. Nein. Das Spiel ist gut. Gute Quest, gute Struktur und man hat gedacht, ja. Also du willst das Ganze wirklich so 1:1 hochladen, ohne bearbeiten und irgendwas einfach doch, hochladen. Tu das noch bearbeiten. Das ist ein Supercut, ha? Nein. Und das Video musst du dann so nennen, so die Bauernleben-Experience. Bauernleben, die Mission. Junge. Ja, wir hatten ja eine Mission. Baum. Weil nur wir haben ja die Mission gekriegt. Und das zeichnet uns ja total aus. Und die Blumen. Am besten noch so eine Anmoderation. Ein Junge. Ein Traum. Runter von dieser Insel. Doch was hat das Abenteuer, das Schicksal für ihn bereit gehalten? Nichts. Also wirklich, ey, also... Ich habe ja schon in meinem Leben viel Scheiße gespielt. Ey, das ist doch ohne so. Moment, da steht nichts drin, ne? Ich glaube, das ist sogar der Bauernhof mit den ganzen Untoten. So, Ja, klar, das schön speichern und wieder rüberschicken, ist klar. Baumfeind. Und das machen wir nächstes Mal bei dir, hä? Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir haben hier eine Riesenmission. Also, keine Angst, ich tue vorneweg nochmal spielen und dann noch ein paar Viecher töten. Und dann würde ich genau hier dann wieder speichern. Und dann bin ich echt gespannt, was hier abgeht, weil das sieht echt interessant aus. Und irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Okay, macht's gut. Tschüssi. Speichern. Ja. Aber also, was ist das denn? Was sind denn das immer für Viecher, ey? Warte mal, gucken. Razor? Oh, jetzt bin ich neugierig. Warte.
Und Tötung. Ja, klar. Du willst mich verarschen. Du willst mich wirklich einfach verarschen. Was? Und Tötung. BK, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Ich danke dir. Und nicht zu vergessen, wir müssen ja wirklich sagen, das steht ja wirklich alles hier. No? Achso, das sieht man jetzt nicht, ne? No? Warte, hier. Ja. Das ist die Beschreibung. Ja, genau. Genau so ist es. Aber wir gehen von der Insel runter und dann sind wir in der Stadt. Und, welche Stadt? Ja, genau. Und wir wissen eigentlich auch nicht weiter. Oder? Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, die Aufgabe wird dann auch so sein, so, wenn du dann aufgenommen werden willst zum Palatin, jo, geh zum Hof und leg die Viecher um. Töte mal hier 40, 50 Scavenger da und da und da. Elex 2? Sein kleiner Bruder? Vielleicht der Erfinder davon. So. Okay, wir machen das so. Ich stecke da deinen Speicherstand, soweit ich bin, und das wird abenteuerlich. Ah, ja, 2 Stunden pures Leid. Yes. Gut, alles klar. Danke dir, dass du diesen Fiebertraum mitgemacht hast, auf alle Fälle. Und es hat echt Spaß gemacht. Danke dir. Gerne. Danke auch für die Einladung, Mann. Reden kann ich auch schon nicht mehr. Das Spiel, es hat mein Leben verändert. Geflasht. Ja, weil ihr müsst wissen, ich war bis vor kurzem, vor 2 Stunden und 3 Minuten, war ich noch im Koma. Und BK hat mir den Trailer davon gezeigt. Und das hat mir das Gameplay, die Atmosphäre und die Story hat mich dazu gebracht, aufzuwachen, aufzustehen und diese Mod zu löschen. Sie hat wirklich wortwörtlich mein Leben verändert. Das wollen wir ja vielen Spielern ja auch zeigen. Ne? Ja, wir wollen ihnen die Experience liefern. Richtig. Die super harte Uwe mit den dicken Eiern Experience. Genau. Gut, danke, dass du mit dabei warst. Und ja, Kapfield, ich freue mich auf deinen Teil 2. Und das Wichtigste von allen, wir sprechen uns noch. Alles wird gut. Tschüss. Danke euch allen. Folgt BK auf Twitch und YouTube. Jeden Freitag ist er live auf Twitch ab 19 Uhr.